Probierchen. So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Early Access. Es gab wieder ein neues, wunderschönes, riesengroßes Update. Und das feiere ich, denn es gab ja das Habitat-Update. Wir haben immer ein gutes Timing, Batwolf. Ja, das letzte Mal haben wir am 24. Juni gespielt. Okay. Beim Habitat-Update gibt es auch neues Terrain. Und da bin ich sehr gespannt. Tiefe 200 bis 450 Meter und wir können unsere Basen ein bisschen umbauen, ausbauen, wegbauen, kaputt bauen. Ah, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, ich habe da jetzt das Richtige ausgewählt, dass er das umrechnet, dass wir auch was von dem Update haben und nicht einfach nur so, nix ist hier mit Update. Kannst du mich mal kreuzweise? Loading Escape Pod, Loading Aurora. Ah, jetzt sehen wir ein bisschen mehr vom Ladescreen, das ist cool. Das ist sehr cool. 60 Grad CPU-Temperatur, das ist sehr schön. Ja, kannst du machen, Batwolf. Ist gar kein Problem. Meine Freundin ist, by the way, gut in Brasilien angekommen. Sie hat sich vorhin gemeldet gehabt, wir haben eine Stunde geskypt circa. Klingt sehr interessant, ich freue mich richtig darauf, wenn ich selber runterfahre. So, Bild Nummer 21956 vom August 2015. Und wir warten darauf, dass das Laden beginnt, beziehungsweise weitergeht. Beziehungsweise, dass das Spiel losgeht. Ich hoffe nicht, dass unser Speicherstand weg ist, ansonsten müsste man eine neue Staffel anfangen und alles wieder von vorne machen. Und das ist... Ah, brauchen wir nicht, das ist sehr schön. So, wo sind wir? Wir sind in unserer eigenen Basis. Okay. Erstmal muss ich mal kurz die Maussensibilität etwas runterstellen. Oh! Nee, doch keine neuen. Doch keine neuen Einstellungen. Ist immer noch zu viel. What the fuck? Ich dutch die Maus nur an. Oh, haben sie das nochmal überarbeitet? Das hier. Es sieht einfach grandios aus. Es sieht einfach grandios aus. So, das ist das Repair Tool. Und hier ist der neue Constructor. Und es gibt jetzt Glaskorridore. Und auch L-Glaskorridore. Und ein Observatorium. Und ein Raum. Und ich bin angeschrieben worden. Nein, das war nur der Rockstar-Club, der sich geaddet wurde. Bulkhead. Das sind Sicherheitstüren. Power-Transmitter. Das ist gut. Was haben wir denn hier noch? Locker ist alt, der Small Locker ist neu. Der ist ein bisschen dünner als der alte, so wie das aus... Ja, der ist ein bisschen kleiner als der alte, das ist sehr schön. Fragmentanalyser. Design, das ist sehr, sehr geil, muss ich euch mal bei Zeiten zeigen. Da werden, ja, da können wir Zeichen setzen, hier ist das und das und dort ist der und der. Eine Bench. Oh, ist das geil. Und ein Aquarium. Ja, dann würde ich mal sagen, reißen wir unsere alte Basis ab, bauen sie neu auf. Was? Ja, okay, eigentlich wollte ich sie abbauen, während ich draußen bin, aber... Gut, machen wir das halt eben, während wir im Inneren sind. Wir haben auch genug Platz, denke ich mal. Nehmen wir die ganze Basis mal auseinander, Stück für Stück, und machen das Spiel etwas lauter. Aktuell fehlt mir so ein bisschen die Musik. Jetzt die Frage, komme ich hier auch irgendwo raus? Ne, komme ich nicht. Muss mir einen Ausgang bauen. Ohne Ausgang komme ich hier nicht raus. Eine Hedge. So. Wundervoll. So, dann alles auseinandernehmen. Und die Basis einmal komplett umbauen. Denn es gibt auch, jetzt, eine Möglichkeit der Docking Station sozusagen, für unsere U-Boote. Zumindest für das kleine U-Boot. Attached components must be destructed first. Dann fangen wir hiermit an. Ein Stück nach dem anderen.
Und auch Sachen, die in der Luft liegen müssen, wieder abgemacht werden. Was muss hier zuerst weg? Das werden wir auch nicht bauen. Lass mich raten, dich kann ich jetzt auch nicht. Okay. Das heißt, ich muss erst hier das L-Stück auseinandernehmen. Ah! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das... Oh, scheiße. Wo ist denn mein U-Boot? Das wäre sehr praktisch zu wissen. Ich sehe es nämlich gerade nicht. Wo sind meine U-Boote? Da hinten. Da hinten ist zumindest das Kleine. Wo ist das Große? Das Große müsste hier auch irgendwo sein. Da! Nehmen wir das Große. Okay. Weil wir brauchen definitiv Platz, um die ganzen Sachen abzulegen. Hey, Lady. So. Erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. hier haben wir nicht wirklich viel Platz drinne. Hier haben wir auch nicht viel Platz drin. Wir bauen uns noch einen kleinen, großen Locker hier hin. Wo wir die ganzen Materialien aufbewahren, die wir jetzt von unserer alten Basis haben. Shift und Linksklick, sehr schön. Diamanten behalten wir noch drinnen. Ein bisschen Wasser haben wir wieder gekriegt. Wir bräuchten vielleicht auch noch was zu essen. Haben wir was mit dabei? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier noch irgendwo was rumliegen, was man essen könnte? Nein. Nee, eher nicht. Eher nicht. Warum habe ich so viele Diamanten? What the fuck? Gibt es was Neues zu bauen? Lead für Radiation Protection. Okay. Plus 9. Das sieht nicht danach aus. Ich bin nur drüber geflogen über die Upgrades. Also was sie Neues eingebaut haben. Deswegen. Ja, okay. Das kennen wir aber auch schon. Die meisten Sachen, denke ich mal, werden eher unten sein. Nein. Hier Bausachen, neue gibt es nicht. Gut, na dann nehmen wir erstmal die Basis weiter auseinander und bauen die uns komplett neu auf. Oh, schön, hi. Oh, Diamanten haben jetzt richtig schöne Optik gekriegt. Quarz ist ja immer noch so, wie es früher war. Irgendwas müssen wir hier noch abbauen, damit wir die... Ach so. Ja, wir haben ja überall Fenster reingebastelt, ne? Hold E to deconstruct, ja. Macht aber nicht. Macht er nicht. Achso. Naja. Unverstärkt haben wir das Ganze ja auch. So, so nach und nach komme ich wieder rein. Wir müssen gleich wirklich nur mal jagen gehen. Dass wir auch was Schönes zu essen finden. Da ist doch gerade was Schönes an mir vorbeigeschwommen. Da. Boomerang. Komm her. Lass dich fangen. Hier ist noch einer. Sehr schön. Ich hoffe, dass sie demnächst auch wieder hingehen werden und Wow! Oh, nö. Ach ja. Oh, nö, aber ach ja, ich kann mich erinnern. Die scheiß Viecher bewachen ja hier alles. Dass sie den Aspekt des Basenbauens mit einbauen, finde ich sehr, sehr gut. Aber sie sollten natürlich den Aspekt der... des Unterwasserseins nicht außer Acht lassen. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir da ja noch irgendwie mehr vom Unterwasser haben. Falls ihr versteht, was ich meine. Ich babbel wieder unverständliches Zeug. Ist ja auch nichts Neues. Kann ich die hier eigentlich auch auseinandernehmen? Okay, die Basenplatten einmal gesetzt, können wir nicht wieder abbauen. Das ist ja klasse. Inventar sieht gut aus. Hier ist nur sehr viel eingebaut. Vor allem viel Quarz. Dann nehmen wir erstmal alles wirklich komplett auseinander. Inventory voll. Okay. Und bauen die Basis neu auf mit den neuen Möglichkeiten, die wir haben. Ach, ich freue mich. Da. Toll! Einen ganzen Schrank schon wieder gefüllt, fast. Und hierfür brauche ich Titanium und Glas. Das kann man ja wieder rausnehmen. Glas und Titanium. War zweimal, ne? Ja.
Perfekt. Bei mir ist es ähnlich warm, aber das ist okay, ich komme damit klar. Wir haben ja 31 Grad. Da kann man streamen, das ist gar kein Problem. Ich bin ja unter Wasser. Macht das Ganze irgendwie ein bisschen angenehmer. Zumindest dann, wenn man ein bisschen Fantasie hat und sich vorstellt, dass man wirklich unter Wasser ist. Irgendwas ist hier noch eingebaut. Da. Oh, das ist immer so hell. Okay, irgendwas ist noch... Ah, hier oben. So. Und dann wollen wir dich noch abbauen und dann können wir auch dich auseinandernehmen, ne? Nein. Ach so, hier ist noch ein... Nee. Da unten ist noch was angebaut. Okay. Müssen wir vielleicht doch nochmal in die Basis rein und von innen auseinandernehmen. Ich habe natürlich jetzt hier auch schon vorbereitet, was ich alles noch bauen wollte. Das ist, macht das Umbauen und Auseinandernehmen gerade etwas ungünstig. Weil wir hier jetzt überall... Ich muss es von der richtigen Seite aus angehen. So. Hier ist noch irgendwas eingebaut. Nein, da ist nichts. Also es ist wirklich nur das Verbindungsstück, das ich aber nicht von außen aus rausrupfen kann, sondern nur von innen. Also, einmal rin. Dann nehmen wir die Leiter an. Hier auch noch weg. Und das Glas. So. Leitern. Und unser Inventar ist wieder voll. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Haben wir noch wieder was zu trinken gekriegt? Nein, bisher noch nicht. Okay. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. WTF? Na gut, dass wir hier nochmal umbauen. Das sieht nicht ganz so gesund aus. Dass wir hier einfach Steine drin haben, ist... Gab's keine Duckentaste? Nein. Okay. Nein! Lass sie drinne. Ich muss nur raus. So, dann füllen wir mal unseren zweiten Schrank. Beziehungsweise annähernd voll. Ich könnte natürlich das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, indem ich mehr Sachen aus dem Inventar rausballere, aber nein, man kann es ja auch gemütlich angehen. So. Wunderbar. Während ich drinne bin, kann ich es natürlich nicht auseinandernehmen. Das ist auch irgendwie logisch. Es sieht aus, als wäre es irgendwie kaputt gedrückt. Okay, die Höhlenintegrität sinkt, weil wir natürlich immer mehr abbauen. Irgendwas konnte ich hier gerade noch... Ah, wir können ja hier den Sand beiseite räumen, zumindest so ein bisschen. So. Aber hier habe ich nirgendwo was hingebaut. Na, doch? So. Da wollte ich noch was hinbauen. So, sehr schön. Dann können wir weiter auseinandernehmen. Erstmal die oberen. Da wollte ich noch was bauen. Habe ich aber noch nicht. Dauert ganz schön lange, eine Basis aufzubauen und sie dann wieder auseinanderzunehmen. Nur um sie dann wieder neu aufzubauen. Hier ist noch irgendwas eingebaut. Ja. Dann werden wir uns gleich erstmal einen Grundriss zusammenbasteln. Ist da hier noch ein Übergang eingebaut? Ach, Inventory ist voll. Okay. Das erklärt einiges. Das erklärt wieder einiges. So. Dann. Eine Inventory-Vergrößerung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Lithium packen wir jetzt hier auch mit rein. So. Zweimal Titanium, einmal Glas. Und dann bauen wir uns hier noch einen auf. Wir können ja mal einen kleinen bauen. Ach, der braucht Quarz. Okay. Das ist natürlich praktisch.
weil wir hier noch einen Quarz haben. Oh, ist der süß. Der geht ja schon in Richtung knuffig. Aber was geil ist, ist, dass er halt eben draufstehen hat. Er ist ein Locker. Er ist voll der Locker. Er nimmt das Ganze locker. Lass mich ran, meine Batterien sind hier, meine Upgrades sind immer noch weg, ja. Cyclops und Constructor. Vertical Connector. Okay, den können wir jetzt als solches bauen. Das ist cool. Das ist mega cool. Das ist der alte Power Generator, den gibt's nicht mehr. Hm. Aber die sind auch noch nicht drin. Schade. Also zumindest nicht nochmal neu eingebaut. So. Raus und raus. Und Haus weiter abbauen. Ja, das wird erstmal jetzt, wie gesagt, eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir hier alles auseinandergenommen haben. Und dann designen wir uns das Ganze neu. Irgendwas ist hier noch dran und drin und verbunden. Hier ist noch ein Verbindungsstück dazwischen. Aber ich habe doch alle Verbindungsstücke abgerissen, oder nicht? Ne, eine Leiter ist hier nicht mehr. Halt, da war noch was. Irgendwas da wollte ich noch mit Glas bauen. Ist gar nicht so leicht zu sehen zum Teil. Ne, aber hier war ich auch schon gewesen. Da war doch auch alles.